Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eladrim zu einem neuen Part. Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part haben wir hier geendet, an diesem Steg. Aber heute werden wir mal ganz kurz mit Tauboga wohin fliegen, nämlich hier hin nach Vertania City. Auf geht's nach Vertania City. Da haben wir heute noch etwas zu erledigen, etwas ganz Bestimmtes, nämlich ja, heute werde ich einen weiteren Glitch austesten, den Missing-Gno-Test. Mal sehen, ob das hier klappt. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das hier bei der Version noch funktioniert, aber wir werden es ja sehen. Auf geht's, versuchen wir den Missing-Gno-Glitch. Und dazu müssen wir hier in Vertania City anfangen. Genau hier an dieser Stelle. Ja, Missing No kann in den Items das sechste Item von oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist hier Hypertrank, vervielfachen. Also ich habe jetzt hier 6 Hypertränke, die habe ich vorher gekauft auf Screen, genau für diesen Zweck. Missing No kann nämlich das sechste Item in der Item Box, wenn es dann klappt, so vervielfachen, dass man so, ich glaube, 900 davon hat. Also da habe ich dann ganz, ganz, ganz viele Hypertränke. Können wir hier brauchen für die Top 4 später und für den 8. Ohren. Ja, verschieben tut man Sachen so, kann ich euch gleich mal zeigen, mit Select. Man drückt einmal Select hier und dann geht man auf das andere, was man verschieben will, zum Beispiel das Fahrrad. Dann sagt man Select, zack, dann wird es getauscht. So macht man's. So, nun brauchen wir den hier. Den Opa müssen wir ansprechen. Soll ich dir noch einmal zeigen, wie man Pokémon fängt? Wir lassen uns noch einmal zeigen, wie man Pokémon fängt. Und ja, das muss sein. Und dann gibt's noch einen kleinen Schritt. Und dann sind wir schon bei Missing No. Das muss passieren. Das ist der Auslöser dafür. Das tun wir uns nochmal an. Obwohl wir schon bei der Zinnoberinsel waren und den siebten Arena die Ohren besiegt haben, lassen wir uns jetzt nochmal zeigen, wie man einen Radfratz fängt. Ja, der Greis zeigt uns nochmal, der Opa zeigt uns nochmal, wie wir einen Radfratz Level 5 fangen. Ja, sehr schön, haben wir es jetzt gelernt. Ja, so, und jetzt machen wir Folgendes. Ich nehme mein Pokémon. Und dieses Pokémon, Tauboga, fliegt jetzt mal mit mir zurück zur Zinnoberinsel. Ja. So, und dann gehen wir einmal hier entlang. Hier einmal Schwimmen einsetzen. Da nicht schwimmen kann, Schluck, Surfer. So, und hier auf dieser Seite lang, da können wir entlang schwimmen. Das zählt auch zur Zinnoberinsel. Dieser Streifen hier, wenn jetzt alles richtig gelaufen ist, taucht jetzt gleich das Missing No im Wasser auf und wir können es fangen. Wenn denn hier der Missing No Glitch nicht rausgenommen wurde. Mal schauen. Müsste jetzt hier gleich ein Pokémon uns angreifen. Das müsste Missing No sein. Oder wir fischen jetzt hier hin und her und finden nichts. Ja. Das wäre natürlich scheiße. Und ist jetzt umsonst aufgenommen. Schaut ganz danach aus, als hätten sie das jetzt aus der Remaster-Version rausgenommen. Aus der Port-Version. Ja, noch hat mich hier nichts angegriffen. Ja, schade. Verdammt.
Das sieht sehr schlecht aus. Ja, wir haben eigentlich alles gemacht. Ja. Das schaut sehr stark danach aus. Ja, tut mir leid. Sorry, Leute. Aber das ist auch mal schön. Haben das auch mal ausprobiert. Ja. Haben sie ein bisschen nur aus der 3DS-Version rausgenommen. Schade, schade. Okay, da ruft gerade jemand an auf meinem Handy. Kann gerade leider nicht. Ja, tut mir echt sorry. Muss ich später zurückrufen. Ja, gut. Dann eben nicht. Traurig. Aber war, ja. So geht zumindest der Missing No Glitch. Und wenn der... Also in der GameCube-Version ist der drin. Also wenn man die Originalspiele, guckt man Gelb-Edition, auf dem Original, auf der Originalkonsole spielt, da hat man da auch einen Raupi drin. Hätte mir schon auffallen sollen. Der fängt der keinen Radfratz, sondern einen Taubsi. Zeigt er dir, wie man einen Taubsi fängt. Ja, Mist. Das ist traurig. Na dann. Dann setzen wir mal Surfer ein und ja, dann geht es hier weiter nach oben. Geht's halt gewöhnlich weiter am Spiel, wie gewohnt. Hier sind ein paar Leute. Hey, du verjagst doch die Fische! Ich kämpfe mal gegen den Angler hier. Och Mann, das finde ich jetzt nicht so toll. Das macht mich jetzt ein bisschen traurig, dass sie den Missing No Glitch rausgenommen haben. Ja, aber der geht direkt so. Da kann man tatsächlich dann, wenn das mir nicht glaubt, dann guckt euch mal einen anderen YouTuber an. Der Let's Play Markus, der das so gut dargestellt, der hat das allerdings auch in der alten Version, in der Originalversion auf dem GameCube gespielt. Ja. Hier leider nicht mehr mit dran, aber damals gab es den Glitch. Wirklich. Ich kann es euch hier mal einblenden. Ich zeig mal den kleinen Ausschnitt von Let's Play Markus, wie er das gemacht hat. Können wir mal. Kriege ich vielleicht hin, kann ich irgendwie hier mit reinschneiden. Ich kann es zumindest versuchen, das irgendwie hier mit reinzuschneiden. Ja. Vielleicht kriege ich es hin. Damit er zumindest sieht, dass ich nicht Scheiße erzähle, dass das wirklich so passiert, dass das ja wirklich Fakt ist, dass das so der Glitch ist. Ich weiß, ihr glaubt es mir auch so, ich muss da nichts beweisen, aber ja, ein kleiner Ausschnitt. Mach ich nie wieder. Ja, es ist eigentlich nicht gut, ein Let's Play Video, den Let's Play Markus, da sein Video zu benutzen. Reden muss man können. Aber ja, hier mal zu Demonstrationszwecken. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Der Let's Play Markus. Na komm, ich blende es gleich ein, nachdem wir Austausch besiegt haben. Was wir hoffentlich gleich noch hinkriegen. Na komm, Schinnok, mach's zu Ende. Blizzard ging daneben. Alles klar. Na komm. Ein Ruck noch, dann haben wir's. Aquaknarrer. Oder auch nicht. Ja, vielleicht noch zwei Rucks. Superschall. Na komm. Verwirrung. Zack. Ich hoffe, es stiftet bei euch gleich nicht Verwirrung, wenn die Einbildung hier kommt. Ja. Level 31. Schluck versucht, Panzerschutz zu lernen, kann es da stecken lassen. Nein. Dankeschön.
so Angler besiegt. Ein kleiner Ausschnitt. Mal kurz, bis gleich. Und zwar kann Missing nur in der Tat das sechste Item. Ja, hier ist der Hyperball. Oh, das praktisch, aber wir machen mal irgendwas anderes mit dem Hyperheiler. Mit direkt geht das drauf. So, das Item wird unendlich vervielfacht, obwohl nicht unendlich, ich glaube 127-facht. Das könnte sogar mit dem Meisterball machen und so haben wir es damals gemacht und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Um den Missing Notwitch auszulösen, spreche ich erstmal mit dem Fuzzi, der einem zeigen soll, wie man Pokémon fängt. Er muss es nochmal demonstrieren. Ah, ich hab endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kann es so passieren. Achso, ist er vereinigt? Nein. Aha, du benutzt deinen Pokédex. Wenn du ein Pokémon fängst, wird dein Pokédex automatisch aktualisiert. Was? Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Kein Problem, ich erklär's dir. Ich hab dann erst im letzten Tag einen Zapdos gefangen, ne? Ich meine ja nur. Und fang dein Horn hier und sei stolz auf. Aber das müssen wir uns angucken, das löst halt ein bisschen was aus im Spiel. Ohne das geht's nicht. Und dann nur noch einen Schritt und dann ist eigentlich ganz schnell geschehen. Missing nur, das ist halt ein Glitch, der auch sehr einfach und gut zu merken ist. Willst du ein Pokémon fangen, musst du es zuerst smashen. Ja, hast du nicht gemacht, mein Freund, hast du nicht gemacht. Dann zurück zur Zinnowense. Und zwar ist es so, für jede Route sind Pokémon einprogrammiert und versteht natürlich nicht, wenn da kein Wasser ist oder so. Mit Zinnowense sind auch keine Pokémon einprogrammiert, aber diese Fläche hier, wo ich mich gerade befinde, auch wenn sich eben die Farbe verändert hat, diese Fläche hier zählt zur Zinnowense und ist keine Route, deswegen gibt es keine Pokémon. Deswegen erscheint Missing nur. Manchmal steht Missing nur da, manchmal diesen Sprite, manchmal andere Sprites und so weiter und so fort. Level 0, Level 100, es gibt eigentlich alles Mögliche mit dem. Ja, und jetzt? Wollen wir fangen? Probieren wir es halt. Wobei, letztlich ist es einfach einfach. Ich hätte Meisterball schon mitnehmen können. Das Level 0. Na, Pokémon verfehlt. Was setzt du denn ein? Missing nur ist einfach. Wie war das? Alter Himmelsfeger. Na, dann wisst ihr ja, wie es ist. Haben es euch mal kurz demonstriert. Mit einem kleinen Ausschnitt haben wir es auch. Na dann, kann es mal weitergehen. Weiter im Spiel, weiter auf der Ozeanroute zur nächsten Stadt. Hui, ein wildes Pokémon, ein wildes Wasser-Pokémon, ein wildes Tentacha. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Ja, das beschäftigt mich jetzt. Der Missing No Glitch. Habe ich da was falsch gemacht oder ist das wirklich hier nichts drin? Ich glaube nicht, dass ich was falsch gemacht habe. Weitere Angler, die müssen wir jetzt nicht immer herausfordern. Wo sind wir denn hier gelandet? In einem Fleckchen mit hohem Gras. Oha. Sag nicht. Professor Ace, Pokémon-Labor. Hey, wir sind zurück zu Hause. Das ist doch die Anfangsstadt Alabastia. Die erwarten aufregende Abenteuer. Wir sind zurück am Anfang. Ja. Sehr gut. Und das ist mein Haus. Nein, das ist Garys Haus. Haus von Gary. Haus von Zwergi. Na, back to the roots. Zurück zum Anfang. Ja. Zwergi! Wenn du zu hart zu deinen Pokémon bist, wären sie nicht zutraulich. Du solltest dir eine kurze Pause einlegen. Dir eine kurze Pause gönnen. Nicht einlegen, ja. Sehr gut, du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Mach ich. Ja, da sind wir wieder ganz am Anfang. Da ist das Bett. Ja. Und da bin ich auch schon in meiner kleinen Bude hier. Hier haben wir ein Bett in 16-Bit-Grafik. Eine Topfpflanze in 16-Bit-Grafik. Und ein Super Nintendo in 16-Bit-Grafik. Okay, die Reise kann beginnen. So, das ist so ziemlich das erste Pokémon-Spiel, das es zumindest in Deutschland gab. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, es gab ein Pokémon Blau und ein Pokémon Grün, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war es Pokémon Rot und Pokémon Grün? Jedenfalls eins dieser Spiele, also eins von in dieser Spielreihe Pokémon Blau, Rot und Gelb gab es schon früher in Japan. Nach Deutschland kam dann Pokémon Rot meines Wissens und Pokémon Blau.
Pokémon Grün kam nicht mit her und später erst wurde Pokémon Gelb dazu geholt. Das war dann eine verbesserte Version von allem NPC in meinem Haus. Kommt vor, dass man NPC bei sich im Haus hat. Ja, und da sind die Sprites dann ein bisschen besser, ist dann alles ein bisschen abgerundeter und ein bisschen, naja, nicht abgerundeter im Sinne von, ihr wisst, was ich meine. Ich bin ich will ins Abenteuer aufbrechen. Sagt's natürlich mit den alten Text. Okay, das war's wert. Na dann, weiter geht's in Part 31. Auch eine 1 dran. Ja. So, beim Professor vorbeischauen, oder was? Was blüht uns hier? Hat der Professor was für uns? Ich freue mich, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Zeig doch mal her. In deinem Pokédex steht, gesehen, 102 Pokémon besitzt. 24 Pokémon. Professor Eis, Bewertung. Du benötigst noch weitere. Fange also die verschiedensten Pokémon. Aha. Musikchen. Okay, nur eine Bewertung des Pokédex. Oder was? Bewertung, eine kleine Bewertung. So, fragen wir mal die Leute hier. Ich bin Professor Eis. Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Schön, schön. Professor Eis ist für Pokémon eine Kapazität. Wirklich? Habe ich das richtig gelesen? Das klingt ein bisschen falsch formuliert, der Satz. Unter Pokémon-Trainern genießt ein sehr hohes Ansehen. Ah, Wissenswertes über den Professor. Ich bin Professor Eis. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Aha. Gehhilfen. Solange es keine Gehhilfen sind, haben der Professor keine Gehhilfen braucht. Ja, ist ja alles gut. So, auf dem Weg nach Veritania City. Ja, schön. Und dann werden wir zurück in Veritania City. Auf dem Weg nach Veritania's City. So, Pokémon Center. Hinein da. Ein Pokémon ist uns auf der Wasserroute K.O. gegangen. Das müssen wir mal kurz heilen. Na dann. So, ja, dann sind wir noch ein bisschen weitergekommen. Haben den Missing No Glitch nicht gemacht. Na doch, haben wir gemacht, aber ging ja halt nicht. Traurig aber war. Die Items sind auch noch. Ja. Ist auch noch nicht vervielfältigt. Ja, zurück in der Stadt. Zurück in Alabastia, zurück in Veritania City. Muss ich gerade mal nachgucken. Und da geht's dann weiter Richtung. Ruft schon wieder an. Ja, ich mach gleich Schluss. Ich muss jetzt gleich mal Schluss machen und mal da rangehen. Ja, im nächsten Part geht's hier weiter. Muss gleich mal zurückrufen. Scheint es dringend zu sein. Mein Handy vibriert hier auf meinem Schreibtisch. Ich hoffe, man hört's nicht zu doll. Ja, ich habe schon so eine Vermutung, wo es weitergeht. Okay, da bin ich jetzt runtergesprungen. Alles klar. Ja, liste mich mal durch. Unnützer Opa, der nicht den Glitch auslösen konnte. Pokémon Arena. Okay, der Arena-Leiter von Veritania City ist zurück. Sehr schön. Oh, wir sind wieder runtergehopst. Ja, Sekunde, ich bin da gleich da. Der Arena-Leiter ist da. Ich bin da.
Na dann, ich würde mal sagen, im nächsten Part brechen wir in die letzte Arena in Vertania City auf und ja, die konnten wir damals nicht begehen, weil der Arenaleiter weg war. Der war auf geheimer Mission weg. Außer Stadt, außer Landes. Jetzt ist er wieder da, dann fordern wir ihn im nächsten Part hier heraus in dieser Arena. Bis dahin. Wenn euch nach unser durch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Ich rufe da mal gleich hier zurück. Scheint wirklich dringend zu sein. Anruf für Zeggy. Bis zum nächsten Part. War ein chaotischer Part, dieser Part, aber ja. Man sieht sich. Ciao, ciao.